Hallo und herzlich willkommen zurück zu Otherside. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen und wir haben den letzten Boss, die Magd, bezwingen können und eine neue Tochterart freigeschaltet. Die Sicheltänzerin, da haben wir auch gleich eine und zwar, ich habe sie schon umgenannt in Ruby und damit ist das Team Ruby vollständig mit Ruby, Weiss, Blake und Yang. Und ich habe auch schon ein bisschen ihre Fähigkeiten mit Erinnerungen aufgewertet. Zum Beispiel habe ich die Maat aufgewertet mit Sauseschritt, sodass sie nochmal extra 50 Schadenspunkte macht, weil das nicht so viel Schaden macht. Aber 12 mal 50 Schaden mehr klingt nicht schlecht, finde ich. Das ist eine Verdopplung des Schadens, das ist nicht schlecht. Vor allem das mit dem Rüstungsstil. Da bin ich immer gespannt, wie das genau funktioniert. Die wird ja mit dem Kampf immer stärker durch diesen Rüstungsbonus. Und dann beim Man habe ich nochmal den Schaden um 25% erhöht, einfach weil ganz schön viel Schaden, ne? Ganz schön viel Schaden. Ich hätte natürlich auch bei Diebstahl nehmen können, aber das sind halt nicht so viele, das war 25%. Ja, mal gucken. Gut, dann wollte ich noch ganz kurz, weil die Frage kam auf die... Jetzt haben wir hier schon wieder. Warum auch immer die Sicheltänzerin da noch... Oh Gott, das sieht so gut aus. Guckt euch das an. Oh, das sieht so gut aus. Also ich meine, die anderen Töchter sehen auch fantastisch aus. Aber das sieht schon am besten aus, finde ich. Egal, das wollten wir gar nicht. Ich wollte nämlich mal in die Erinnerung gucken. Und zwar wollte ich euch zeigen, dass ich leider immer noch nicht diese irgendwie so weit gesammelt habe, dass wir wenigstens eine Geschichte mal lesen könnten. Es fehlen immer noch welche. Es fehlen immer noch Erinnerungen. Meine Güte. Und auch bei den anderen. Also ihr seht hier überall fehlen. Bei Kapitel 2 fehlt, bei Kapitel 3 fehlt. Und bei Kapitel 4 fehlt. Yay! Nun ja. Dann schauen wir doch mal, was das Kind in der vierten Ära, die Schöpfung der Verzweiflung, für uns bereithält. Neue Gegnertypen, garantiert. Und bestimmt auch eine neue Synapsenart. Jetzt haben wir natürlich hier ab... Wow, die Buße 12.000? Genau, Katafi, 12.000. Und wir zählen nochmal die Nullen. Eine Null, zweite Null. Und damit sind es 2.200. Meine Güte, Katafi, du bist schon echt fertig im Kopf gerade. Ich mache aber... Oh Gott, ich hätte lieber eine mit 4. Dann machen wir eine Jagd. Dann machen wir eine Jagd und dann nehmen wir nämlich mal Ruby auf jeden Fall. Wir nehmen Yang. Die braucht auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Wir nehmen Ruby. Und wir nehmen Blake. Dann wird sozusagen Team Whip oder Team Ruby mit Befallener. Oh, geil. Also ist ja schön. Neuer Gegnertyp gleich in der ersten Mission. Yay! Freude! Farewell, Daughters. Auserwählte sind leicht an einem äußerlichen Merkmal zu erkennen. Farblose Haare, so weiß wie Asche. Das Gute allerdings ist, wir haben ja 9 Töchter. Wir haben 3 Missionen. Nein, danke, ich möchte nicht spielen. Ach ja, und dann auch noch eine... weil wir das jetzt hier gerade sehen. Ruby. Diese... Ich glaube, das war sogar genau in der Mission. Genau. Hier hinten hatten wir beim letzten Mal ja diesen Text, was da steht. Und das hier, das hat er rausgefunden, das ist Französisch. Das heißt irgendwie... Ich habe schon wieder vergessen. Delikatessen heißt das hier und das ist, glaube ich, Fleischerei oder Metzgerei oder irgendwie sowas. Das heißt, das Ganze entweder spielt es in Frankreich oder das Team ist Französisch. Das kann natürlich auch sein. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben Verwüster, ganz viele Verwüster, ganz viele Verwüster. Okay, ein Befallener und ein Seuchenprophet und ein weiterer Seuchenprophet. Was bist du, was kannst du und wieso bist du so unfassbar widerlich? Du hast einen Basisangriff, fügt deiner Tochter in Nahkampfreichweite am Beginn der eigenen Runde. Das heißt, ich darf nicht vor ihm stehen bleiben. Ich muss immer mich von ihm wegbewegen. Gut zu wissen. Und dann Fähigkeiten Zorn der Pein. Na, los hier, Zorn der Pein. Stößt Gegner im Umkreis von einem Feld zurück, fügt ihnen 660 Schaden, verzögert sie Gegner, die... Okay. Stürzt eine Dunkelheit, der anvisierte Verbündete. Ah, das ist hier ein Infizierter. Ein Infizierter Version 2. Verursacht Schaden, verringert die Rüstung, unverzögert. Wechselt durch einen Positionswechsel mit einem Verbündeten einer Tochter in der Nähe.
Wechselt euch ein Positionszeug mit einem Verbündeten einer Tochter in der Nähe aus? Hä? Weicht? Ach, weicht! Oh Gott. Im Wechsel. Weicht durch einen Positionswechsel mit einem Verbündeten einer Tochter in der Nähe aus. Okay. Und Ausdünstung heilt. Und ver... Oh Gott. Der muss auf jeden Fall... Der muss jetzt... Guck mal. Karana, da bin ich völlig bei dir. Der muss zuerst sterben. Und Ruby fängt doch an. Ruby, jetzt müssen wir mal gucken. Du kannst ganz gerade rankommen. Du kannst... Ihr könnt auf jeden Fall... Wir sind alle vor denen dran. Was seid ihr dran? Relativ schnell. Wir könnten natürlich auf jeden Fall mit denen abblocken. Wie weit könnt ihr gehen? Ja, ihr seid noch nicht so weit. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal nach hier vorne und nutzen dann diese ganzen Abblockfähigkeiten auch. Bin mal gespannt. Aber sie blockt jetzt selbst einen Angriff ab, wenn ich das richtig verstehe. Wenn ich jetzt bis nach hier gehe, haben wir nicht genug für eine Wucht. Aber deine Rüstung ist auf jeden Fall reduziert. Und dann machen wir eine Gunst des Schmiedes. Lohnt sich das? Lohnt sich eigentlich noch nicht, ne? Und Blake geht nach hier. Warte mal, du könntest aber schießen. Warte mal, wenn du nach hier gehst, sind das 17, dann könntest du sogar noch einmal schießen. Und dann könntest du sogar noch eine Schattenmunition machen, um den ganzen Kram noch mal ein bisschen zu verbessern. Pass mal auf, dann machen wir das so. Also, du greifst den an. Ach, der hat zu viel Rüstung. Greif den an. Der hat nämlich weniger Rüstung. Dann machst du eine Schattenmunition. Und ein Munitionsabfang. Ich habe mich nochmal einen Schritt bewegen können. Na, macht nichts. So, der kommt nah ran. Verliert sofort Rüstung. Sehr schön. Und ihr geht alle schön dicht auf ein Feld. Oh mein Gott, Ruby, du wirst gleich so viel Spaß und Freude haben. Ruby. Oh. Verursacht schreddert Rüstung des Ziels. Wenn du nach da gehst, könntest du alle drei mähen, ne? Hast sogar noch genügend. Pass auf, gehen wir nach hier. Und mähe. Oh, ich kann über Eck auch angreifen. Ach, wie geil. Oh, das ist ja nice. Okay. Mähe in diese Richtung. Warum? Warum nicht, ist die Frage. Mitgefühl. Striking. Und wann bist du wieder dran? Relativ spät. Okay, pass auf. Mach gleich mal nochmal einen fesselnden Tanz. Oh Gott, wie viele Erinnerungen waren das jetzt? Guck dir mal an, wie viele Erinnerungen das sind. Holla, die Waldfee. Was wollte der machen? Ach, die unterbricht auch bewegen? Spannend. Ah, wir haben ja noch den Munitionsabfang eigentlich, genau. Ja, ja, vergelte du mal, vergelte du mal. Jetzt ist Yang dran. Hast du... Die Sache ist, dass der halt echt nicht so wichtig ist. Oh, gehen wir nach da. Und dann kannst du sogar noch einmal wuchten. Ich würde sagen, ihn hier, dass er, weil er ist ja gleich nochmal dran, dann kommt er nicht so schnell wieder dran. Der soll ruhig noch ein bisschen warten, bis er wieder mitspielen kann. Und dann machst du mir eine Gunst des Schmiedes zur Sicherheit. Und eine... Brauchen wir eine rettende Gunst? Jenk.
Blake ist nochmal gleich dran. Die kriegt den vielleicht so. Oh Gott, 140 Rüstung. Dann kriegt sie den nicht tot. Pass auf, meine Rettende. Aber du kannst eh nicht dich retten. Okay. Dann beenden wir den Zug nur. Dann muss Blake jetzt. Aber Munitionsabfang geht ganz schön weit. Schattenmunition allerdings nicht so weit. Dich kriege ich bei weitem nicht tot. Trotz der ganzen Boni-Sachen. Aber dich hier kriege ich auch nicht tot. Pass auf, den Weit. Dann laufe mir bis nach hier. Dann kannst du nämlich gleich mit dem mit der Schattenmunition genügend Freude erzeugen. Schade. Und dann machen wir auf jeden Fall Munitionsabfang. Können wir wenigstens einen von den beiden unterbrechen. Und der ist auch gleich tot. Sehr schön. Ja, der schlägt halt zu, aber da haben wir die Rüstung. Fantastisch. Guck mal, das ist nämlich auch das, was ihr euch ja gewünscht hattet. Das hattet ihr euch ja gewünscht. Guckt mal, schau. Ist das nicht schön? Das hat doch fantastisch funktioniert. Dann wuchten wir dich nochmal. Du darfst mal nie drankommen, würde ich sagen. Ich finde, nie ist eine gute Zeit für dich. Wir haben ja die Schattenmunition. Ach, ist das schön. Und dann würde ich sagen, komm du auch nochmal später dran. Sehr schön. Sehr schön. Ruby, meine Kleine, was hältst du denn davon, wenn du dich mal... Ach, die Maat sehe ich denn nicht, wenn ich da stehe. Schade, ich würde mal gerne die Maat sehen. Ach doch, wir können hier hin. Ach, guck mal, dann können wir die Maat nämlich auch mal sehen. Dann machen wir Diebstahl. Wer von beiden hat Rüstung? Du hast Rüstung. Dann klauen wir dir mal ganz kurz die Rüstung. Oh, okay. I forgot. Hast du jetzt die Rüstung bekommen? Nee, du hast die Rüstung nicht bekommen. Oder habe ich das übersehen? Die große Frage ist, wann die nächsten Gegner kommen, weil wir jetzt ja gerade fast alles tot haben. Oh, schade. Und nicht ganz so gut, aber gut. Pass auf, weißt du was? Hier, hau ihn weg. Ah, da kommt ein neuer Gegner. Von wo? Und vor allem was? Ach, guck mal, das, solche Situationen habt ihr auch gesagt, da muss man sich direkt hinstellen. Verwüster, Befallener, Verwüster und Verwüster. Okay. Aber den kannst du auch gleich nochmal zuschlagen. So, Ruby. Komm, ich möchte jetzt mal die Maat sehen. Viel Erfolg. Alter. Alter, dieser Charakter gefällt mir so gut, diese Klasse. Uiuiuiuiui, Lilo Tiffia von Böhlefeld. Wie schön ist das denn? So, und Yang. Wir müssen jetzt mal hier in diese Richtung hier nach vorne uns orientieren. Und ja, das müsste ich mit ihm anders machen, aber ich mache das jetzt so. Wir haben ja auch gerade gar nicht die Möglichkeit hier mit dem mit den Schwerttöchtern. Da konnte man das ja machen mit Drohhaltung, wenn sie... Nee, nicht Drohhaltung, wenn sie in der Nähe stehen bleiben, dass sie fort einen Nahkampfangriff abbekommen. Na klar. Na klar, na klar.
Ja, Problem ist, dass Blake... Oh Gott, die steht so schön in einer Reihe. Killings. Soll ich da nochmal dran? Das ist aber unangenehm. Durch den Buff. Durch den Buff. Deswegen war der nochmal dran. Hätte ich mal doch einen tödlichen, fesselnden Tanz gemacht. Naja, gut. Das Ding ist, das hier bringt nicht viel, weil der halt so viel, super viel Rüstung gerade hat. Das nächste ist Man, bräuchten wir 30. Das heißt, wir können uns maximal bis 20. Das funktioniert leider nicht. Wir müssen uns hier hinstellen, aber dann kann ich zwar halt immer noch nicht mähen. Können mich hier hinstellen, dann könnte ich mähen. Wir stellen uns mal ganz kurz nach hier. Und dann. Bis zu dreimal. Alle Initiativeinheiten stiehlt Rüstung. Ja, okay. Ich mache aber lieber ein Mähen auf dich. Und dann machen wir einen fesselnden Tanz. Und dann bist du fertig. Und dann spawnen schon wieder neue Gegner. Wo und warum? Oh, das gefällt mir gar nicht. Hinter Blake spawnt ein Verwüster und ein Schnitter. Das gefällt mir noch weniger. Wird geht rettende Gunst. Sie machen auf jeden Fall. Pass auf, du haust den mal ganz kurz hier. Aha. Was? Der kommt mal später dran. Was? Der kommt mal gar nicht dran. Flawless. Dann machen wir eine rettende Gunst. Und wir machen auch eine Rüstungs... Gunst des Schmiedes, die Rüstung wieder. Weil wir werden nicht alle von den Verwüstern aufhalten können. Hübschi, hübschi, hübsch, hübsch. Und die wollen halt wirklich alle auf Yang, das ist so spannend. Ja, ihr kriegt gleich aber fleißig eine Maat in den Rücken oder in die Seite oder wie auch. Oh, er kommt näher. Du heilst? Oh ja, das hilft dir jetzt auch nicht sonderlich viel. Okay. War ungefähr genau das, was ich gehofft hatte, ist passiert. Damit ist Yang plötzlich wieder dran. Oh, die Rüstung ist halt... Das war echt eine gute Idee, das mit der Gunst des Schmiedes. Das war ein sehr guter Tipp. Das war so ein guter Tipp. Yang wäre jetzt tot. Warum? 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 Was passiert da gerade? Was passiert da gerade? Warum ist... Warum... Was ist da gerade passiert? Was ist Vergeltungsangriffen? Warum passiert das? Fügt einem Gegner, der Schaden leidet... das war nochmal Null! Wir müssen nochmal darüber reden, was Null bedeutet. Natürlich hast du nicht getroffen. Und dann gehst du mir mal dazu in die Richtung von dem hier. Und dann wollen wir nochmal eine Gunst des Schmiedes machen. Sicher, sicher. Ganz ehrlich, die Rüste, ihre Lebenspunkte sind eh auf. Der nächste Angriff tötet sie eh. Dann können wir sie versuchen zu schützen. Cool. Da kommt... Oh ja, schön, schön alle dicht bei dicht sein. Das ist ganz angenehm. Ah, oh, Blake ist dran. Okay. Blake muss auf jeden Fall von dem Schnitter weg. Blake, mein Kind. Was hältst du davon, wenn du mal nach da gehst?
Wenn du hier stehst, kommt denn da... lass mal ganz kurz gucken. Kann der Schnitter denn noch... Er könnte dich sogar noch angreifen. Drei, das... Ja, mach's. Du machst den weg. Dann machst du eine... Schattenmunition. Damit die auf jeden Fall weg sind. Und einen Munitionsabfang zur Sicherheit. Nicht, dass Blake stirbt. Das wäre nämlich, Blake, Ruby, Yang, meine Güte, irgendwer, dass irgendwer stirbt. Einfach, dass keiner stirbt, das ist das Wichtige. Niemand soll sterben. Dann würde ich sagen, wir mähen ein bisschen. Na, von den Rüstungen? Nein. Dann mähen wir mal ein bisschen. Mäh, mäh, mäh. No mercy. No mercy. Und dann gehen wir nach hier. Und machen, würde ich sagen, shred them down. Noch einen fesselnden Tanz. Einfach damit der Schnitter nichts Blödes macht. Wenn der jetzt nämlich gleich da ist, kann ja passieren, dass er doch mitspielen möchte. Ne? Okay, er möchte nicht auf Blake. Das ist angenehm. Hat jetzt ein bisschen gekostet, aber das ist okay. So, Yang wird jetzt hier hingehen und ihn ein bisschen wuchten, damit er nicht mehr drankommt. Jedenfalls nicht vor ihr wieder. Damit bist du fertig. Ich kann übrigens keine Rüstungsboni mehr machen und sowas, ne? Habt ihr gesehen? Und... Das Ding ist, Ruby kommt nicht nah genug an den Schnitter dran. Er ist im nächsten Zug. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, jetzt hier Schattenmunition zu machen. Dann schieße ich lieber einfach zweimal. Auch wenn es nicht sonderlich viel Schaden ist. Wegen der Rüstung. Dann überlege ich, dass wir einfach die Runde beenden für dich. Dann geht Ruby... Das macht Yang hier unten. Dann geht Ruby nach hier unten. Und du machst wieder einen fesselnden... Nein, du machst noch keinen fesselnden Tanz. Du beendest die Runde. Yang wuchtet den hier wieder ins Nirvana. Könntest du ihn sogar Theorie... Trefferchance 90%. Ja, komm. H-Sprung. Sehr schön. Damit ist Yang erstmal fertig. Und jetzt noch so mit Ruby und Blake. Also, wir haben 100. Wir könnten also einen Diebstahl machen, damit wäre... Oder wir machen die Maat, dann ist seine Rüstung weg. Jetzt die Frage, die Rüstung, wird die zuerst... Wird die Rüstung zu... Ist okay. Alter, wie viele Erinnerungen wir da oben schon wieder spawnen? Also ich glaube, dass die Rüstung erst danach weggemacht wird. Das heißt, wir müssen erstmal Diebstahlen... Dann ist die Rüstung nämlich ein bisschen geringer. Und dann mähen wir. Und dann machen wir einen fesselnden Tanz, um seine Aktion zu unterbrechen, falls er Blödsinn machen möchte. Und mit Blake machen wir jetzt einmal Schattenmunition. Dann schießen wir dich mal ein bisschen an. Und eben... machen Munitionsabfang, weil wenn er sich bewegen möchte, hält Ruby ihn davon ab. Dann wird er aber vielleicht als nächstes versuchen, einfach anzugreifen und deswegen brauchen wir noch Munitionsabfang, dass er nicht irgendwie plötzlich... So, das ist der fesselnde Tanz für die Bewegung. Abgefangen, Blake schießt.
Und jetzt kann er trotzdem noch was tun und wird vielleicht angreifen wollen. Ach, er macht einen schwenkenden Glied. Okay, er hätte auch normal einen Nahkampf angefangen können. Und das wollte ich lieber verhindern. Was genau ist das da? Ist mir egal. Mähe ihn davon. How foolish my fears. Was für eine Zumutung, ist unhöflich. Oh Gott, Yang. Wie du aussiehst. Aber du hast auf jeden Fall eine Farbe, ein Level abbekommen, offensichtlich, wie es aussieht. We do what we must. Blake hat zwei Eigenarten freigeschaltet. Und ein neues Level Up. Ruby hat kein Level Up bekommen. Interessant. Keine Eigenart bekommen. I cherish the strength she summons with each step. Ja, also Ruby ist auch mächtig. Guck mal, was die Eigenarten sind. Bestimmt nur gute Eigenarten. Suffering has lost the link here. For now. Blake hat jetzt eins mit der Pistole, das ist wirklich gut. Und Initiativverschiebung, das ist auch gut. Gerade weil jetzt so viele Gegner doch, also jetzt diese befallenen Initiativbeeinflussung machen können, das ist sehr schön, das freut mich. Dann haben wir beim Codex nur neue Erinnerungen, aber es reicht immer noch nicht, ne? Es reicht immer noch nicht. Oder haben wir... Nein, wir haben auch Kapitel 2 noch nicht ganz fertig. Da haben wir Überredungskunst jetzt und Tilgung für... Kann es sein, dass ich welche verpasst habe? Oh, es gibt auch noch auf Phase 5. Ach du Schande, okay. Lass uns doch mal ganz kurz gucken, was der Befallene ist und warum. Der Befallene ist eine stärkere Entwicklungsstufe des Infizierten und kann entkommen, indem er mit einer seiner verbündeten Monster die Position wechselt. Zieht auf und verkündet meinen Namen, denn ich bin die Stimme des Zorns. Ich forme den Hass, ich modelliere den Schmerz. Und meine Kunst verbreitet die Infektion. Wachst meine herrlichen Tumore, lass diese Welt eitern und geb dir das Antlitz, das sie verdient. Sehr schön. Fantastisch. Remember. Die haben wir doch aber schon freigeschaltet, oder? Das war das Neue? Ja, die Uhr, das ist jetzt auch nichts Neues, okay. Und das hier ist auch nichts Neues, ne? Das hat er beim letzten Mal schon, hat er nicht gespeichert. Jut. Was können denn jetzt diese neuen... Ne, warte mal. Nicht bei hier. Haben wir noch irgendwie bei Ruby die neuen Erinnerungen, was die können. Jetzt wüsste ich gerne, welche das sind. Ich hätte jetzt gerne, dass die markiert werden. Alter. 600. Erhöht den... Vom Ziel verursachten auch schön. Erhöht den Schaden. Gewährt dem Ziel Rüstung. Auch schön. Tja, wenn ich jetzt wüsste, was ich alles bekommen habe. Wir haben so viele bekommen. Alter, ein zusätzlicher Basisangriff für 200. Das wird langsam immer mehr hier, ne? Oh, verringert die Rüstung um 100 Punkte. Hübsch. Das wäre natürlich... Oh, das ist natürlich so eine Fähigkeit, die sich für Man auch wirklich lohnen würde, wenn man jetzt irgendwie eine Gruppe von Gegnern hat, die viel Rüstung hat. Aber lieber mehr Schaden, finde ich, an der Stelle. Gut, das war's für heute. Beim nächsten Mal haben wir jetzt noch zwei weitere Missionen. Da haben wir ja genügend Töchter. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.